Februar ist der Monat, den ich persönlich am allerwenigsten mag und deswegen muss man sich die Zeit ja irgendwie versüßen. Wie wäre es denn mit einem coolen Do-it-yourself-Projekt, das ganz nebenbei auch so ein bisschen den Frühling aufs Smartphone holt? Für dieses Do-it-yourself-Projekt braucht ihr durchsichtige Folie. Dazu kann man zum Beispiel Klarsichthüllen verwenden, allerdings dann die, die nicht geriffelt sind. Außerdem braucht ihr natürlich schöne getrocknete Blüten. Die findet man im Bastelladen, aber eben auch online. Und am allercoolsten ist es natürlich, da habe ich total versagt, wenn man diese Blüten selber sammelt, presst und dann so eine ganz persönliche Hülle gestalten kann. Natürlich braucht ihr eine passende Smartphone-Hülle, die sollte durchsichtig sein, damit man eure schönen Blüten nachher auch sehen kann. Ihr braucht einen Bastelkleber, da könnt ihr unterschiedliche verwenden. Es funktioniert tatsächlich auch so ein einfacher Klebestift. Wenn ihr einen Bastelkleber verwendet wie den hier, dann braucht ihr was, um diesen Kleb da rauszuholen. Ich verwende dazu einen alten Stift. Außerdem braucht ihr einen Permanent-Marker, damit ihr gleich hier auf die Folie zeichnen könnt und eine Schere. Und dann legen wir schon los. Los geht's mit dem ersten Schritt. Dazu braucht ihr eure Folie und eure Smartphone-Hülle. Wir schneiden die Folie jetzt so zu, damit die nachher perfekt hier in die Hülle nach innen reinpasst. Deswegen mache ich das ganz einfach so. Ich lege die Smartphone-Hülle hier einmal drauf und ich lege sie eben nicht ganz an den Rand, sondern schaue, dass das Ende hier schon in der Hülle liegt. Wenn ich das hier so angepasst habe, hole ich mir meinen Permanent-Marker und zeichne einmal ganz eng an der Hülle außen herum. So. Sieht jetzt so aus. Was man da nicht vergessen sollte, ist, ihr wollt nachher natürlich auch ein Loch haben, da wo die Kamera ist. Das mache ich jetzt auch und da ist ein guter Tipp, nicht ganz gerade zu zeichnen, sondern zeichnet es ganz großzügig aus, damit das Loch nachher groß genug ist. Das muss nicht perfekt aussehen. Und jetzt schneiden wir das Ganze aus. Ich habe das Ganze jetzt einmal ausgeschnitten und probiere jetzt mal, ob es schon in die Hülle reinpasst. Und tatsächlich hatte ich ziemlich Glück und habe ganz gut geschnitten. Ein ganz kleines bisschen ist es noch zu groß, weil ich ja eben auch außen herum gezeichnet habe. Ich nehme das Ganze einfach wieder raus und schneide mir ein ganz kleines Stückchen an der Seite nochmal ab, damit es schön in die Hülle reinpasst. Da muss man einfach so ein bisschen nach Gefühl gehen. Wenn ihr das Ganze ausgeschnitten habt, probiert einmal aus, ob es gut reinpasst. Bei mir ist es jetzt der Fall. Ich habe natürlich, weil ich das Ganze auch verschenken will, schon ein paar andere vorbereitet. Das heißt, ich kann jetzt gleich starten mit mehreren schönen Blumenverzierungen. Bevor wir jetzt mit der schönsten Arbeit loslegen, und zwar den Blumen aufkleben, müssen wir eine Sache unbedingt bedenken. Und zwar passt diese Folie so rum hier rein, ne, mit dem Loch für die Kamera. Das heißt, wir kleben auf die andere Seite. Wir kleben also auf die Seite, die nachher nach vorne schaut. Dreht eure Folie also jetzt einmal um, sodass das Kameraloch in der Regel auf der linken Seite ist. Probiert es aber am besten vorher einmal aus. Bevor ich klebe, probiere ich erst aus, wie die Blumen für mich schön aussehen. Und das mache ich jetzt mal und danach zeige ich euch, wie ich die aufklebe. Hier kann man natürlich ziemlich kreativ werden, aber da ich jetzt hier keine Stunden lang euch zeigen will, wie ich das hin und her schiebe, sage ich mal, ich lasse es so. Ich bin jetzt schon ganz zufrieden. Jetzt geht's ans Ankleben. Wenn ihr einen Klebestift nehmt, das könnt ihr schon machen, da müsst ihr nur sehr, sehr vorsichtig sein, dass ihr tatsächlich nur ganz leicht, diese Trockenblumen, die sind natürlich sehr zerbrechlich, dass ihr die nur ganz leicht hier drauf toucht, damit da nichts zerbricht. Und sie dann eben auf eure Position legt. Was ihr auch machen könnt, das würde ich tatsächlich empfehlen, ist ein Bastelkleber verwenden. Den gibt es auch in der Tube. Wenn ihr den hier verwendet, so wie ich, dann nehmt ihr euch einen spitzen Gegenstand, taucht den vorsichtig ein, sodass ihr ein bisschen Kleb an der Spitze habt.
Sucht euch dann was, was ihr aufkleben wollt, zum Beispiel hier diese Blätter. Dreht das Ganze um. Na. So. Und tupft dann hier hinten ganz leicht etwas von dem Kleber auf. Das sollte am besten ein Bastelkleber sein, der durchsichtig trocknet. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn da ein bisschen was an der Seite rauskommt. Das sieht man nachher nicht mehr. So, ich tupfe hier also ein bisschen Kleber auf. Das reicht schon. Pack meinen Stift mal hier zur Seite und schau dann, wo wollte ich es aufkleben? Ich glaube hier. Und drück das leicht an. Ihr seht, auch hier kommt jetzt ein bisschen von diesem Kleb zum Vorschein. Das ist aber gar kein Problem, sieht man nachher nicht mehr. Trocknet, wie gesagt, durchsichtig. Und so geht ihr einfach Stück für Stück vor und klebt eure einzelnen Blüten oder Blätter auf die Folien. Das Ganze könnte man natürlich wirklich stundenlang machen, ich jedenfalls, aber ich lasse es jetzt mal so. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr das hier gut trocknen lasst. Also lieber mal 3-4 Stunden liegen lassen, bevor ihr hier zu früh dran geht. Was ihr machen könnt, damit es schön flach bleibt, ist tatsächlich einen schweren Gegenstand einmal drauflegen, damit sich nicht irgendwie die Blütenblätter oder so nach oben biegen. Bei mir sieht es aber ganz gut aus, deswegen lasse ich das tatsächlich jetzt einfach mal 2 Stunden hier liegen und zeige euch nachher, wie es aussieht. So, ich habe das Ganze jetzt ungefähr 2 Stunden trocknen lassen. Wie gesagt, lieber ein bisschen länger als zu kurz. Ich kann mir jetzt die Folie nehmen, meine passende Smartphone-Hülle aussuchen und das Ganze, ups, macht nichts, und das Ganze einfach passend hier reinlegen, vorsichtig. Ihr seht, passt perfekt. So, meine Hüllen sehen jetzt schon mal so aus. Ich würde schon mal sagen, ziemlich schön. Kommen nur noch die Smartphones rein und dann zeige ich euch mal das Endergebnis mit den Leuten, die die Hüllen nachher bekommen. So sehen also meine Endergebnisse aus. Ich persönlich finde es besonders schön, wenn das Smartphone auch eine helle Farbe hat, also so ein Roségold oder auch Weiß funktioniert da super. Schwarz ist natürlich Geschmackssache, auch das finde ich sieht echt hübsch aus. Was man natürlich immer machen kann, wenn man noch mehr Abwechslung haben will, hinter diese Folie einfach auch nochmal was legen, zum Beispiel ein weißes Blatt Papier oder auch vielleicht ein schönes Muster, das euch gefällt. Ebenso aufschneiden wie die Folie und schon habt ihr sogar noch einen anderen Hintergrund. Meine Smartphone-Hüllen sind jetzt fertig. Die habe ich ja zum Verschenken gemacht. Ich habe auch schon die passenden Smartphones, die ich nicht mit verschenke, da drin. Ich hole jetzt mal die Beschenkten her und mal schauen, wie denen die Hüllen gefallen. Ja, seid ihr schon aufgeregt, wie die Hüllen jetzt werden? Mega aufgeregt. Ich habe kaum erwarten. Ich gebe sie euch jetzt. Okay. Oh mein Gott. Wow. Mega schön. Wow. Sag mal deine. Darf ich die mal sehen? Die will ich haben. Ich auch. Wow. Gib mir deine auch noch. Wow, so eine Hülle würde ich jetzt auch voll gern machen. Komm, wir abonnieren den Kanal. Hier gibt es bestimmt noch andere coole Sachen.